In der Grundvariante des Beinrollwurfes nach hinten greift man das vorne stehende Bein des Partners an. Dabei umgreift die eine Hand von außen die Ferse und der andere Arm fasst von innen her weit um den Oberschenkel. Nun bringt man den eigenen Oberkörper auf Höhe der Kniekehle, sodass man mit dem eigenen Kopf sich zwischen den Beinen des Partners befindet. Mit dem Schwung dieser Bewegung hängt man sich nun ans Bein des Partners und reißt diesen so nach hinten um. Unterstützung liefert die Hand am Oberschenkel. Mit dieser zieht man den Partner ebenfalls nach hinten über. Wichtig ist, dass man sich selbst möglichst eng am Partner ablegt und möglichst nah an dessen Standbein kommt.